Hallo, hier ist Konrad. Ich wurde gefragt von einem meiner Abonnenten, wie ich dazu gekommen bin, Gameplays auf YouTube zu stellen. Und da hatte ich geantwortet, es ist eine längere Geschichte. Nun, es hat zwei Strecken, die mich dazu bewogen haben, Gameplays aufzunehmen und raufzuladen. Das eine war mal, ja, vor vielen Jahren, gute 6 Jahren nehme ich an, weil ich habe das Account jetzt Gondalacha seit Oktober 2008 und früher war ich mit einem anderen Namen drin. Das wurde aber dann geschlossen. Ich kann es euch dann sagen, auch warum. Nun, das erste war mal, wenn wir private Ereignisse gehabt haben, die Verwandten, ob jetzt in oder Ausland, haben wir natürlich mit der Kamera aufgenommen. Früher noch mit Fotografie, aber um das geht es jetzt nicht. Dann später mit Kameras. Und die Filme, die habe meistens ich bearbeitet, nicht unbedingt Hollywood-mäßig, aber immerhin, es brauchte schon etwas Zeit. Es hat mich immer wieder Spaß gemacht, gewisse Filme zusammenzuschneiden, Szenen besser gesagt zusammenschneiden, Effekte, leichte Effekte hinzuzufügen und so weiter. Und da kam es immer wieder zu gewissen Szenen, ob man die reinstellen sollte oder nicht. Zuerst hatte ich das noch so gemacht, dass ich eine DVD mit einem Film mal zuerst brannte, dann dies übergab oder auch schickte ins Ausland zu meinen Verwandten, damit sie sagen, welche Bereiche sie sehen wollen. Da haben sie mir zum Beispiel aufgeschrieben, von Minute zu Stunde dies und dies und jenes und mir das zurückgeschickt. Und so wusste ich mehr oder weniger, was sie wollten. Auch wenn ich irgendwas, zum Beispiel in den Ferien war oder irgendwas gemacht hatte, habe ich das auch aufgenommen und auf DVD gebrannt und das geschickt. Nun, das war ziemlich mühsam und so kam ich natürlich auf die Idee, wie viele andere auch, die privaten Filme auf YouTube zu stellen. Natürlich war dazu mal noch etwa, ich glaube, das war etwa nur 5 Minuten, konnte man zuerst noch raufladen. Dann gab es sehr lange Zeit mit 10 Minuten, dann seit kürzerem 15 Minuten und jetzt länger. Also jetzt, ich glaube, das ist jetzt ein Jahr oder so. Und ich habe so gewisse Clips dann auf das YouTube-Account raufgeladen und ihnen dann per E-Mail den Link geschickt, um das privat anzuschauen. Und das machte richtig viel Spaß, das ist ganz klar. Man hatte den Film gleich, man musste die DVD nicht schicken. Auf jeden Fall, das ging einige Zeit so. Nun, den zweiten Weg war so, es war parallel, weil ich sehr stark involviert war in einem PC-Forum, weil ich mich, ja, ich kann jetzt nicht aufschneiden, sehr gut auskenne. Ich kenne mich einfach gut genug aus, betreffend PC-Hardware, damit ich den Leuten helfen konnte. Also ich sage es jetzt in der Vergangenheit, weil ich schon lange nicht mehr in diesem Forum bin. Bin kein Forum mehr, weil es sehr viel Zeit braucht. Und dort habe ich viele Leute geholfen. Auch ich habe Hilfe gekriegt, wenn ich gewisse Sachen brauchte. Zum Beispiel ein Programm läuft nicht. Wie mache ich das? Wie mache ich dieses? Oder Betriebssystemfragen und Hardware.
war eigentlich immer meine Stärken. Auf jeden Fall dort lernte ich dann eine Deutsche kennen. Wir hatten dann E-Mail-Kontakt und so hatte sie dann von einem ihrer Freund gesprochen, dass er eine Webseite hat von Geschicklichkeitsspiele. Und weil er gewisse Geschicklichkeitsspiele hatte, kam ich auf ein Spiel dazumal vor ja, vielen Jahren. Es war bevor ich angefangen habe, so Krieg zu spielen. Und ich versuchte das mal auch aus. Und mir hat das sehr gut gefallen, das Geschicklichkeitsspiel. Und es war dann so, er schrieb die Anleitung eben nur theoretisch, schriftweise. Man konnte keine Clips sehen, nichts. Und das ist ziemlich mühsam, natürlich für ihn, wie auch für die Leute, die Hilfe suchten. Wie soll man bei dem Geschicklichkeitsspiel weiterkommen? Was findet man wo? Wodurch muss man? Und so weiter. Das ist ähnlich wie eine Anleitung. Ein Walkthrough, ein Tutorial oder wie man das immer benennen will. Und ich wurde dann gefragt, weil ich auch mal einen Clip einfach so spaßhalber raufgeladen hatte und ich mit ihr ja Kontakt hatte, hat sie mich mal gefragt, ob sie mal was schauen durfte, weil sie spielte das gleiche Spiel. Ich habe gesagt, ja, ich lade es dir mal drauf. Oder auch wenn sie Probleme hatte, dass sie mir das erwähnen konnte bei gewissen Szenen. Und so gab sie mir immer wieder die Minuten an und dann konnten wir immer so gewisse Lösungen finden. Und dadurch kam sie natürlich auf die Idee, und wir dann auch später, derjenige, der die Webseite hatte und noch hat, Clips zu machen. Gameplay-Clips. Also keine Live-Kommentare und so weiter. Nur, dass wir das anschauen und fertig. Nun, ich habe dann gesagt, okay, ich mache das. Habe das gemacht, diese Clips raufgeladen und er hat es dann in seiner Webseite eingefügt, damit man das sehen konnte. Und so kam ich dazu, schlussendlich. Bis dann, ich habe ihm dann die Clips per DVD geschickt, dass er auf seinem Kanal alles raufladen konnte. Und dann war für mich mein dazumal 2006, 2007 anfangs so ungefähr, das Account zu löschen. Aber dort war immer wieder das Thema, Copyright hier, Copyright da. Europäische Gesetzregelungen sind etwas anders als die schweizerische, auch im Copyright-Bereich. Und dort hatte ich dann etwas ausprobiert, wie weit kann ich Originalfilme verändern und raufladen, bis ich gesperrt werde. Also ich kann euch sagen, ich habe mindestens 20 Clips raufgeladen, ungefähr 8, 9 Minuten. Und es brauchte ganze 6 Monate derzeit noch, bis ich gesperrt wurde. Also es wurde zuerst mal den Missbrauch erwähnt und ich wurde dreimal verwarnt dazumal noch und ich ließ es einfach geschehen, hinweg schaute ich und auf einmal wurde mein Konto gesperrt. Ja, und irgendwie, ich weiß auch nicht, durch ein Demo, Medal of Honor, kam ich dazu, Kriegsspiele zu spielen. Und da kam mir natürlich das ganze Zeug in den Sinn, als ich die Geschicklichkeitsspiele aufnahm, das aufzunehmen. Auf dem Conto Gondalaccia. Also, das war dazumal Medal of Honor Airborne. Da habe ich Singleplayer angefangen zu spielen. Und das entwickelt sich dann immer mehr und mehr, bis ich schlussendlich etwa ein Jahr angefangen habe zu kommentieren und auch Live-Commentaries zu machen. Leider ist das alles in Hochdeutsch.
Das Hochdeutsche, wie ihr wisst, tönt und ich bin nicht allzu gut in diesem Bereich. Schweizerdeutsch mache ich nicht, weil sehr viele würden dann mich überhaupt nicht verstehen. Sie haben ja eh schon Probleme, mich zu verstehen. Das wär's, meine Geschichte. Ich wünsche euch einen schönen und tschüss.